jetzt geht die Fahrt an, hoch auf den Dolcholla Pass. Das sind 18 Kilometer, ungefähr 40 Minuten Fahrzeit, bis wir oben sind. Dolcholla Passhöhe, 3116 Meter hoch, und hier stehen wir von den 108 Chirten, die für die älteste Königin Mutter gebaut wurden. Normalerweise im Winter sieht man hier die höchsten Berge des Himalayas. Dem Dolcholla Pass ist zur selben Zeit gebaut worden wie die Chirten um 2004. Also man kann auch um die Chirten rundherum gehen. Da sieht man auch jede Menge Gebetsfahnen. Und da davor steht unser Guide, der Kaman, und der Herbert, mein Freund. Sieht man bereits unser nächstes Ziel, das Dolcholla Hotel.